Family, willkommen zum Cessna 172 Skyhawk Charmin 1000 Willitorial. Ich bin Willicopter, the Party Pilot. Nebst den Willitorials hier auf YouTube streame ich auf Twitch, mehrheitlich mit der Copter Air Family in Microsoft Flight Simulator 2020, Gruppenflüge oder Flugwünsche. Wenn auch du Bock hast, join am besten den Discord to be up to fly. Alright, Team Glass Cockpit mit dem Charmin 1000 in der Cessna 172 Skyhawk. Etwas Kleines hat sich geändert, aber auch das ist übersichtlich. Natürlich in erster Linie Parking Brakes Set, checked haben wir. Dann haben wir hier unser Gemisch, machen wir auf 50%, Master Switch. TOS System Test, okay. Wunderbar, haben wir das auch erreicht. Spaß muss sein, ne? Unsere Switch ist hier. Natürlich wollen wir wieder mal was starten. Beacon. Ja, und die NAV können wir auch wieder einschalten, natürlich. Geht auch. Jetzt ist alles ein bisschen digital. Stört uns nicht. Soll so sein. Warning können wir hier ausschalten, wenn es für euch zu viel Ding, 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 Ding ist. Nicht schlimm. Wenn es zu dunkel sein sollte, sieht man hier gleich auf der linken Seite, kann man überall die Lichter aufdrehen. Ja, es ist noch fast zu hell. Ein bisschen ist heller geworden. So, wir wissen natürlich Fuel Pump 3 bis 5 Sekunden. Super. Und all safe. Dann starten wir hier unser Baby. Und gestartet. Wir gucken die Instrumenten. Sind alle auf green. Dann schalten wir noch die Avionik ein. Das Einzige, was man jetzt hier noch beachten darf, ist hier nochmal draufklicken. Jetzt kommt die Map. Ihr könnt jetzt weiter taxen. Wenn euch das Video Willitorial hilfreich war, Thumbs up. Wenn ihr Bock habt, nicht vergessen, abonnieren. Vielleicht mal bei Twitch vorbeigucken, dann können wir zusammen fliegen. Und vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Willicopter, Party Pilot.